darf jetzt zu mir auf die Bühne bitten, außer Tomasz Setlanczek, der schon hier sitzt, die Lisa Muhr und den Werner Kogler. Ja, kurze Information für alle, die die Headsets verwenden. Es wird jetzt am gleichen Kanal, wird für den Tomasz sozusagen in die andere Richtung übersetzt. Das heißt, wer das jetzt nicht auf Englisch mithören will, tut gut daran, die kurz runterzunehmen oder auszuschalten. Wenn dann der Tomasz wieder was auf Englisch sagt, dann wird er wiederum übersetzt. Also das soweit zur Handhabung der Headsets. Ja. Ich möchte gern mit dir anfangen, Lisa. Die Lisa Muhr ist Unternehmerin, ist Gründerin des Kollektivs, glaube ich, seit der, also Göttin des Glücks. Das heißt, wer schicke Kleidung anziehen will, die rundherum durch die ganze Produktionskette öko-fair produziert und gehandelt wird, der kann sich einmal auf der Website von Göttin des Glücks umschauen. Und ich würde gern anfangen mit der Frage an mich. Der Befund von Tomasz war ja so, diese Wirtschaft ist eigentlich manisch-depressiv. Also es gibt so manische und depressive Tendenzen. Und du jetzt als Unternehmerin und in dem Versuch, sozusagen ökologisch fair zu produzieren, zu schauen, einzukaufen, wo merkst du denn diese manisch-depressive Umgebung? Ist die merkbar? Spürt man die? Woran spürst du die? Natürlich spüre ich sie, oder spüren wir sie, rundherum spüren wir sie. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, und da geht es jetzt nicht nur um das Unternehmertum oder darum, dass ich Unternehmerin bin, sondern auch darum, oder wichtig darum, dass ich Mensch bin. Ich glaube, was wir verlernt haben, ist hinzuschauen, Abstand zu haben, aus dem eigenen Egoismus mal herauszukommen, die Dinge von außen zu betrachten oder sich vorzustellen, man sitzt in einem Flugzeug und schaut hinunter auf die Welt, was passiert, und den Mut zu haben, zu erkennen, zu analysieren und dementsprechend zu handeln, nämlich aus dem innersten Herzen und aus dem innersten Empfinden als Mensch heraus, aus einem ganz anderen Empfinden, das wir als Menschen alle miteinander haben, als wenn wir in der Wirtschaft ticken sollten, so wie wir jetzt ticken müssen. Und ich denke mir, wenn wir diesen Mut haben oder diese Erkenntnis haben, als Mensch die Dinge anders zu betrachten, wie sie uns vorgegeben werden, wie gesagt wird, dass wir tun müssen, dass wir agieren müssen, und uns zurückbesinnen, dann können wir auch anders handeln. Und dann können wir uns auch dagegen stellen, gegen Dinge, die wir nicht als in Ordnung empfinden. Und das tun wir in unserem Unternehmen auch. Also wir sagen, wir wollen natürlich auf gar keinen Fall, weil das einfach nicht unseren inneren Wertvorstellungen entspricht und uns als Mensch nicht entspricht, ausbeuterisch produzieren, weil was haben wir davon? Wir haben hier auf der Welt einen Zusammenhang. Wir fliegen innerhalb von ein paar Stunden auf die andere Seite der Welt, aber umgekehrt sagen wir, na, es ist ja alles so weit weg. Die da drüben in Indien oder die da drüben auf der anderen Seite der Welt, wir kaufen und wir denken nicht nach. Und dieser Konsum, dieser bedenkenlose oder bedenkenlose Konsum, den wir ja antreiben, den wir als Unternehmen auch spüren auf unseren ganzen, in unserem ganzen Umfeld, der verursacht sehr viel, der verursacht den Druck, immer mehr wachsen zu müssen, immer mehr Gewinn zu machen, immer besser zu sein, weil wir Angst haben müssen, dass uns die anderen überrumpeln. Und ich glaube, wenn wir uns rückbesinnen und agieren, wie wir als Menschen agieren würden und nicht wie uns vorgegeben wird, dann könnten wir auch anders handeln. Vielleicht, also die Göttin des Glücks gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Hast du ein paar praktische Beispiele, wo so Ereignisse waren, wo ihr so unter Druck gekommen seid, was zu tun und Entscheidungen dann zu treffen, wo du sagst, na, da machen wir nicht mit oder den Druck geben wir jetzt nicht nach, aber wo sozusagen die Anforderungen oder auch die Ratschläge in eine Richtung gingen? Ja, es gibt uns seit 2007 im Prinzip als Firma, vorher haben wir lose begonnen,
Und wir haben 2007 mit 200 Euro begonnen, nämlich um 200 Euro Stoffe eingekauft, 60 Teile genäht und diese Teile verkauft. Also wir hatten kein Geld und auch keinen Plan, keinen Businessplan. Und haben über diese Einnahmen weiter investiert und sind wirklich langsam, Schritt für Schritt aus eigener Kraft gewachsen. Und irgendwann mal kommt man zu dem Punkt, wo man eine gewisse Größe erreicht, die nicht mehr klein ist, die aber auch noch nicht so groß ist, dass man eigentlich in allem, was man tut, selbst davon leben kann. Und da geht es zum Beispiel um ein großes EDV-Projekt, um Warenwirtschaft, was immer. Das dann einfach mit 5 Geschäften kann man keine händischen Kassabücher mehr führen, da braucht man EDV, das kostet Geld. Und wir haben uns vor einem Jahr drüber getraut, einen Businessplan zu machen und eine Finanzierung, um eine Finanzierung zu kümmern, mit großem Bauchweh, weil wir das eigentlich nicht gewohnt waren. Und man hat uns gesagt, eigentlich hättest du das schon viel früher tun sollen, weil dann ging es euch jetzt besser. Nur, ich wollte es eigentlich gar nicht tun. Nur, es blieb uns nichts anderes über in der Situation. Und das sind dann so Ratschläge von außen, wo ich mir denke, nein, bei uns bleiben, bei mir bleiben, bei dem Gefühl bleiben, was ich habe. Und natürlich auch im Sinne der gesamten Preispolitik. In einem fairen Handel und in einer fairen Produktion hat man wesentlich höhere Produktionspreise, 4 bis 5-mal so hoch wie im normalen Textilbereich. Und wir müssen damit natürlich mit unseren Spannen kämpfen und es ist einfach der ganze Weg viel, viel mühsamer und viel beschwerlicher. Aber wenn man dann in Indien war und auf den Feldern steht und mit den Bauern spricht und sie fragt, was sie von Fairtrade zum Beispiel haben und sie sagen uns, dass ihre Kinder in die Schule gehen und sie zeigen uns die Schule, wo die Kinder hingehen und du stehst am Feld und sie sagen, sie haben im Dorf einen Brunnen gebaut, dann ist das so eine innere Erfüllung und so ein... Das wird einfach zu einer Mission, ja? Das wird ein Glücksempfinden. Und da kann das ganze Geld der Welt mir dieses Glück und dieses Glücksempfinden nicht geben. Und dann weiß man auch, wozu man das tut. Ja. Und wenn du sagen würdest, also im Moment ist es gut, ja, dann haben wir, was sind die nächsten Schritte, damit es wirklich gut ist, oder ist es gut, wie es ist? Es ist gut, wie es ist. Es fehlt noch ein kleiner Schritt, damit es so ist, dass es für alle gut ist, für uns alle. Also auch nach 5 Jahren, wenn uns wer fragt, sage ich, wir sind nach wie vor im Aufbau, dann lachen die Leute und denken sich, was, nach 5 Jahren im Aufbau? Aber eben, wenn man langsam arbeitet und langsam aufbaut, dann kann das auch noch länger dauern, auch noch 8 Jahre dauern. Also ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht da sind, wo es uns allen gut geht, wo unser Motto, danke, mir geht's gut, auch für uns intern wirklich funktioniert. Aber wir arbeiten dran und das ist auch insofern dann dieses Wachstum, was ich noch brauche. Aber wenn ich dann bei dem Punkt bin, wo es uns allen damit gut geht, dann brauche ich nicht mehr. Weil wozu soll ich noch mehr haben? Also dieses Wachstum bis zu einem gewissen Punkt ist für mich in Ordnung. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist einfach nicht nötig. Weil warum soll es mir noch besser gehen, wenn es mir gut geht? Und letzte Frage, um nochmal auf diese manisch-depressive Umgebung zurückzukommen. Ne? Gibt es Aspekte, Dinge, wo du so das Gefühl hast, da müssen wir aufpassen, weil da könnten wir unter Druck kommen, was zu tun, was wir nicht wollen? Das ist so, wir müssen da bewegen. Es gibt ja so die These, im Kapitalismus muss man immer größer und größer werden, um nicht irgendwann gefressen zu werden und um konkurrenzfähig zu bleiben und so. Wie glaubst du, dass ihr das hinkriegen werdet? Das ist vielleicht. Also das, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass nachdem der Öko-Modemarkt ja jetzt eigentlich gerade erst im Wachsen begriffen ist, wieder mal wachsen, und Gott sei Dank wächst in dem Fall, dass es natürlich immer mehr Labels gibt und Firmen gibt, die auf Öko-Mode umsteigen oder die nachhaltig produzieren, sozial und ökologisch nachhaltig produzieren, und dass wir damit natürlich schon einen gewissen Druck bekommen können, weil einfach mehr Firmen in diesem Bereich arbeiten. Auf der anderen Seite denke ich mir, je mehr wir sind, und da denke ich jetzt an Kooperation und da denke ich an einer gemeinsamen Ebene, je mehr wir in diesem Feld sind, desto mehr Menschen, Konsumenten und Konsumentinnen können wir auch begeistern, weil einfach das Angebot mehr wird. Und jeder einzelne Konsument und Konsumentin, die auf diese Seite wechselt im Textilbereich, ist ein Gewinn und letztendlich ist das eine Mission. Und wenn ich das Gefühl habe, dass wir jetzt, weiß nicht, weniger Einnahmen haben, weil es einfach mehr Marken gibt in dem Bereich,
na, dann werden wir uns was anderes überlegen zusätzlich. Dann überlegen wir uns vielleicht Möbel zu machen oder dann überlegen wir uns vielleicht Schmuck zu machen. Oder es gibt immer irgendwas, was man noch machen kann, was für Konsumenten, Konsumentinnen dann einfach was Neues ist, ein Mehrwert ist. Aber ich werde jetzt nicht versuchen, da irgendeine Marke zu kaufen oder so. Was habe ich davon? Okay. Ja, vielen Dank, Christian. Dann würde ich gerne dich weitergeben, Werner. Werner Kogler, Nationalrat der Grünen, falls ihn jemand nicht kennt. Und ja, wenn wir jetzt von der mikroökonomischen auf die makroökonomische Ebene wechseln, bist du ja sehr involviert sozusagen in die ganzen Verhandlungen rund um die Frage, wie geht man mit dieser Krise um, was muss man da auf europäischer Ebene tun, was wird dann im österreichischen Parlament auch verhandelt. Ich würde auch gerne bei dir dieses Bild von manisch-depressiven Gesamtlage aufgreifen. Kannst du mit dem was anfangen? Sozusagen immer so dieses, was war vor 2008, wenn diese Krise im Befund, das ist sozusagen ein Wechsel von der manischen depressiven Phase und dann wieder in die manische geht und dass eigentlich nur die Depression so richtig behandelt wird, aber sich in der Manie eh alle wohlfühlen. Du hast die Antwort schon selber gegeben, glaube ich. Das ist natürlich Teil des Problems, aber da muss ich mich darüber verständigen, wovon wir reden oder welche Fragen wir uns da stellen. Global betrachtet und in vielen und in den größeren Weltregionen, also in der sogenannten westlich entwickelten Welt, stellen sich die Fragen ja schon auch noch ganz anders. Und natürlich, wenn man die Entwicklungsgeschichte, quasi die kapitalistische, anschaut, dann hat das schon sehr viel mit dem Thema da zu tun, nämlich auch die Betrachtung der Zeit hereinzuziehen und damit auch diese seltsamen Wachstumsfragen, weil Wachstum kann man ja nur über die Zeit definieren, also Veränderung von einem Zustand und die passieren im nächsten Zeitpunkt wieder. Nur die Frage muss man, glaube ich, dorthin drehen, was ist nützlich, was wird gewollt, jetzt individuell oder durchaus durchaus auch kollektiv, möglichst im demokratischen Entscheidungsprozess herbeigeführt. Aber in so einem Fall kann man natürlich, und das ist noch nicht die große Kunst, die klassischen Krisen des Kapitalismus diagnostizieren. Die spielen sich heute über Zeitabläufe ab. Allerdings muss man gleichzeitig dazu sagen, dass er immer noch so weit regenerationsfähig ist, dass das Ding weitergeht. Das ist ja quasi inszeniert mit deiner Frage, und die Frage ist, ob es noch irgendwelche Grenzen gibt, und selbstverständlich, die sind mindestens, aber nicht nur, mindestens jene der natürlichen Ressourcen. Insofern ist ja überhaupt dieser ganze Wachstumsbegriff sehr ambivalent oder, wenn man es mal hart ausdrückt, die Wahrheit zum Vergessen, weil es ist kein Wert an sich, es ist nicht einmal ein Ziel, es ist noch nicht einmal ein Instrument für irgendwas, weder ökonomisch, in Wahrheit, wenn man es genau betrachtet, das wäre dann schon eine Frage der Krisenbekämpfung, und auch nicht politisch, am ehesten ist es noch irgendwie so eine kollektive Autosuggestionsdroge für an sich politisch orientierungslose Pseudo-Eliten. Und da liegt, glaube ich, sich von dem zu befreien und ganz anders zu denken, aber auch die Systeme zu gestalten, da liegt sehr, sehr viel drin. Ne? Die Steigerungsform, die letzte, und weiß nicht, ob die noch bietbar ist, ist ja die Ausprägung des Finanzkapitalismus, ist ja noch einmal ganz was anderes, weil da sind jetzt Geschwindigkeitsfaktoren nochmal mit hineingekommen, die in jedem Fall Brandbeschleuniger sind, Hochfrequenzhandel. Ne? Wenn man da was rausnehmen würde, dann würde die Auswüchse der Finanzwirtschaft und der Krise dort, auf die sogenannte Realwirtschaft, zu der wir uns ja vielleicht noch besser stellen wollen, bei Weitem geringer sein, langsamer sein, vielleicht in der Form gar nicht auftreten. Also aus dem heraus kann man schon einige Zusammenhänge vernünftiger Verzögerungen dazu, zumindest zur Symptombekämpfung, wenn dann überhaupt zur Krisenbewältigung ableiten. Also insofern, glaube ich, ist die große Frage richtig gestellt, aber im Kleinen bin ich mir nicht sicher, ob wir das dann für den anderen drei Viertel der Welt gleich behandeln können, weil wir gestern ganz andere Ressourcen fragen und Bedürfnisbewältigung. Wenn wir jetzt einmal sozusagen bei uns bleiben und die Frage stellen, also meine Geschichte war ja auch, wie holt man sich die Steuerung zurück, und
Du sagst jetzt, es ging ja darum, da einen Systemwechsel zu vollziehen oder zumindest einmal zu verzögern und zu schauen, dass man das irgendwie da Bremsen einbaut. Die Wahrnehmung ist ja, dass genau das nicht passiert. Dass der Systemwechsel schon gar nicht die Rede ist, aber dass auch diese Verzögerung nicht wirklich passiert. Und jetzt, wenn wir beim Thema Zeit sind, ist ja so eigentlich der Eindruck, das politische System kommt gar nicht dazu, sich die Zeit zu nehmen und irgendwie darüber zu nachzudenken, zu verhandeln, zu reden, da einen Systemwechsel hinzukriegen. Stimmt der Eindruck? Woran liegt das? Ja, gut, das ist eine andere Frage nach der Zeit, nämlich die nicht genommen wird, aber notwendig wäre vielleicht. Allerdings, wie viel Zeit bleibt, um zu steuern, ist dann auch noch eine andere Frage. Nicht? Weil wenn die Diagnose lautet, der Globus kugelt gegen die Wand, dann wird das auch noch ewig dauern dürfen. Nein, aber es führt immer zu einer ähnlichen Frage zurück, die ja die Sommeragenda in Wien, glaube ich, seriell in verschiedenen Formen und Methoden eben regelmäßig behandeln. Wer schafft eigentlich an, auf Altdeutsch? Gibt es jetzt tatsächlich, das ist ja vorhin bei Kollegen Thomas schon aufgedacht, also die Rückgewinnung wenigstens des Primats der Politik gegenüber den ökonomischen agierenden Einheiten oder nicht, das bleibt ja nach wie vor essentiell. In dem Zusammenhang, glaube ich, ist es ja auch gar nicht mehr so sehr die Frage nach Wachstum und Nichtwachstum oder Beschleunigung und Verzögerung, sondern es wird sich ja sehr vieles aus sich heraus ergeben, wenn man die wenigen guten Elemente des marktwirtschaftlichen Treibens wirken lassen würde. Ich weiß schon, dass der Manuel Grüne damit ein bisschen Schwierigkeiten haben, mit diesem begrifflichen Zugang, zumindest dafür sorge ich, dass da Arbeit für die Akademie ist. Wenn wir ein paar Grundvernünftigkeiten von Angebot und Nachfrage zulassen, dann sieht man schon, wo eigentlich die Aufgabe von Gesellschaft und Politik der Steuerung ist. Nämlich sowas wie angebotseitig zu betrachten, wo es darum geht, dass immer Knappheiten, nicht? Ressourcen sind in der Regel knapp, das verschiebt sich ja, nicht? Was vor 5000 Jahren oder 4000 Jahren gar nicht knapp war, ist längst knapp. Und dort geht es schon darum, wie organisieren wir das in dieser Beschränktheit, das sind in der Regel vor allem auch ökologische Größen, die da eine Rolle spielen, aus dem was zu machen. Und auf der anderen Seite reflektiert die Nachfrage schon sowas wie Bedürfnisse auch. Und das politische System hätte ja meines Erachtens die Aufgabe, die Rahmen so zu setzen, dass in dem dann schon noch individuelle Freiheiten wirken dürfen. Aber das ist natürlich dann schon ziemlich entkleidet von den typischen Eigentums- und Akkumulationsprozessen im Kapitalismus, wie ich ihn jetzt halt typischerweise das Ganze beschreiben. Und als allererstes, und das führte zurück zu deiner Frage, als allererstes muss beim Finanzkapitalismus die Geschwindigkeit rausgenommen werden. Und das ist in Wahrheit, geht es da um eine Entwaffnung, da wird ja Krieg geführt, nicht nur gegen die Natur, sondern gegen ganze gesellschaftliche Systeme. Das sind ja lauter Schusswaffen-Wahnsinnige, die da unterwegs sind, ohne Waffenschein. Also da gehört entzogen. Und okay. Die Frage ist, ob die Politik sich das traut, wo sie die gleiche Pistole angesetzt bekommt. Nicht? Und das haben genau bei dem Punkt, nicht? Wo die dann immer, weil ihnen nichts anderes einfällt, dem hinterherhäkeln, wir müssen wachsen, weil sonst haben wir hinterher das Verteilungsproblem. Ja, das Verteilungsproblem haben wir nur, weil wir nicht wirklich beantworten als Gesellschaft, wie wollen wir denn eigentlich wirklich leben? Also soweit der Befund, ich glaube, dem können wir alle zustimmen, sagen, die Frage ist ja für uns, liegt das auf der Hand. Nur damit ich weiß, wie man das vorzustellen hat, wie ist denn das, wenn du mit den Kollegen von den anderen Parteien im Finanzausschuss oder im Budgetausschuss, wenn ihr da redet und über die SM verhandelt und so, kommt es vor, dass so dann ein Weg in die Cafeteria, dass die irgendwie sagen, wir wissen eh, dass das auf Dauer so nicht haltbar ist, so jetzt müssen wir halt einmal den Brand löschen oder wir wissen eh, dass es nicht endlos so weitergeht oder ist schon die Idee, dass man mit diesen Maßnahmen irgendwie das wieder kuriert und dann läuft alles so weiter wie bisher. Ja, schon auch, aber lassen wir das hinführen, weil in dieser großen Orientierungslosigkeit ist es ja so, dass man ja vielleicht selber teilweise auch der eine oder die andere Grüne
von Brandbekämpfen einmal gesprochen hat, vom Raschen. Ich halte das auch für sozusagen für realpolitisch auf den nächsten Tag gedacht. Jetzt ja nicht nur falsch, wenn die große Umsteuerung dann eingeleitet ist. Das Problem ist ganz anders und ich glaube, da liegt ja eine der Kernweisheiten drinnen von dem, was uns Tomasz Sedlacek versucht zu erklären, dass in Wahrheit ja nicht immer der Brand bekämpft wird, sondern gleichzeitig nur eine anständige Portion Brandbeschleuniger integriert sind in das. Das ist ja eher das Problem, das man erkennen muss. Okay, vielen Dank. Jetzt vielleicht zum Schluss noch das Wort an den Tomasz nochmal. Das Hörend, wo würdest du irgendwie aus deiner Erfahrung auch mit das ist ja gesagt, du bist oft als Politikberater unterwegs, bist da oft involviert, wo würdest du sagen, sind so die Hebel, dass man dieses System auch verlangsamt und vielleicht auch ein bisschen zu dieser Idee kommt, wann ist es gut und wann ist es ein Mehr nicht unbedingt, bringt sozusagen eine bessere Welt, weil man dann schon wieder beim Bösen ist, wenn man das Ganze auch untergräbt. Okay, thank you very much. Okay, so to be... Oh, I see. Oh, thank you. To be practical, so I came up with this nice little suggestion because you are right, the economy, I mean, again, to use a little bit of a biblical language, the meaning of fiscal policy and also monetary policy, which basically both of them are tricks, you know, fiscal policy pretends there is demand where there is no demand, and monetary policy pretends there is liquidity where there is no liquidity. And the only thing you can do in fiscal and monetary policy is to shift the energies in time, so to speak. But you can't be doing it forever. So I have a nice little example again from alcoholism, but you want me to be practical. So I came up with this very simple, you know, we have this master, and again, I'm a big fan of European integration, but some of the rules that we made for ourselves are not very, very good. For example, the master criterion, or the growth and the stability pact criterion, or the allowance of 3% deficit is something that is again, it's crisis medicine that we've applied during the manic periods. There is no reason why a healthy economy should be allowed 3% budget deficit. What's the grading system here in Austria for kids? The best grade and the worst grade. One is the best and five is the worst? Yeah. Okay, so it's like in Czech Republic. I wonder, I think it was us copying it from you. But it's like when you say to your child, you must have no worst grades than 3. Okay, this is a rule that, you know, seems very logical in the beginning. And if your child is a rational optimizer, he will aim or she will aim exactly at 3s. Because the rule is clear, no worse grades than 3, so if she or he gets 1 or 2, she misoptimized, she could have played more football and he could have spent more time, I don't know what, with chatting with his friends, because obviously he studied or she studied too much. What's the point of getting 1s and 2s if the only rule is no worse grades than 3? Effectively, this is what you see happening in many European economies. We are starting to target 3% deficits. Mentally speaking, we have, I would even claim, sort of psychologically shifted balanced budget to -3. So if it's -3, we are like, oh, you know, cool. It's as if it's balanced. If it's -2, we are, you know, the heroes of the day. If Germany manages to get 0, that's like, oh my God. That's unbelievable, they are even having a balanced budget while we should be having surpluses. So this rule that I put together, it's a very simple rule. Basically, what should be a fiscal rule is deficit plus GDP growth should be, let's say, equal to some constant. Let's say, for example, 4. So if your GDP is growing by 6%, you should have 2% budget surpluses. 6, so that means negative deficit, -2, deficit is 2% surplus. So we should be aiming at some
level of like we do with inflation. We don't want zero inflation. We want 2 or 3% inflation, and we are aiming at it. Lower than that inflation is not good. Higher also not good. We should treat GDP growth similarly. It's not good if it grows too much. Simply, this is something that we had to, I think, get into our brain. I perfectly agree. Let me continue from what was said. This is not a problem of capitalism per se. This is, in fact, if you think about it, this is a problem of growth capitalism. The only problem is that it doesn't grow. I mean, quite frankly, if we would have 3-4% of GDP growth, we wouldn't have 98% of all these conferences and thinking. So growth is something that, in the beginning, let's say 200 years ago, growth was a surprise to us. Technological advancement was something that was a huge surprise, and we were very grateful for it. Then, a couple of generations later, it became normal or natural. Today, I claim it has become something that we have become addicted to, or even dependent upon. This shift is something that is quite problematic. Let me demonstrate it with my favorite. Again, it's funny. Three beer examples. You know. I have forgotten these two cards. But these two cards, this yellow and red card. So just. I have yellow. Okay. So just 1 minute. You know, the problem of distribution of wealth, which both of you touched upon, is just imagine that there is three people around the table, but only two beers, which is a huge problem. How should we divide the national wealth of two beers? What sort of a justice should we employ? Because we have all sorts of justices. When you come to the shop, the first gets, and that's just. When you come to the doctor, the one who needs it more gets it first. And you know, in some cases, the richest gets the new technology, for etc. etc. So should the older get it, or should the younger get it? Should the guest have it, or should an alcoholic have it, or should somebody who never had beer have it? Should the lady have it? Should we spread the beer? Maybe, you know, share the glasses? I don't know. There's all sorts of different justices. And this is a philosophical problem, ethical problem, problem of etiquette, psychological problem, sociological problem, even theological, you know, you name it. Every field sort of would have something to say. It's an economical problem. If you allow only economists to solve the problem is easy. The richest one can have both of the beers. But this is obviously, you know, not something that we are intuitively happy with. Now, my point here is the problem of two beers with three people has been solved all the way up till now with a third beer magically appearing at the table. And this is analogy to GDP growth. You know, suddenly the cake gets bigger, you know the story, and there's a third beer. Oops, okay, problem solved. We suddenly don't think everybody has one beer. Doesn't matter if you're foreigner, lady, rich or poor. The case becomes simple. My point is this. And the problem of our age today is that the third beer didn't appear. And we have just two beers. So the economy didn't grow. So in one way, we have been bribed by growth, us philosophers, sociologists, and all the others, forfeiting the debate on how to really properly divide the national wealth, because sort of this very strong wave of growth has bribed us, even, I would say, from solving the real question. So that's my 2 minutes. Okay. Ja, ich sage vielen Dank an das Podium und die Mitdiskutantinnen oder die